Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Spin Tires mit dem Kaviar-liebenden Benny, dem Pralinen-essenden Wesley und dem nicht mehr, der während der Aufnahme am Mampfen ist. So, kann losgehen, Freunde. Oh Mann, ey. Ach ja, so. Danke. Wir sind erfolgreich durch das hier durchgekommen in der letzten Folge und wollen jetzt zum Kraftstoff. Da vorne ist die Brücke. Was, meine Brücke? Die Ehre. Ja, ihr habt die Ehre. Was? Du hast die Ehre? Na toll. Los, Wesley. Los, Wesley. Denk dran, ich hab 178 Schaden von 400. Ja. Ich wollte gerade daneben fahren. Wenn der Benny-Zone da vorbei hackt, ne? Das kann nur in die Hose gehen. Kriegst du mal? Schiebst du mal? Ja, ich wollte mir noch ein bisschen in Pose rücken. Selbstverständlich, ey. Jetzt schiebst du mal, Alter. Warum bin ich noch hier, ey? Digga. Digga, was ist da los, Alter? Was ist? Alter! Was ist denn? Alter! Wesley? Ich muss auch noch Kurs auf die Brücke nehmen, Digga. Meinst du mich? Oh! Ich wollte dir gerade ein Windenangebot geben. Wofür? Geh weg! Von dir lasse ich mich nicht ziehen. Jetzt bleib ich stehen. Nicht mehr lange. Ja, wo müssen wir eigentlich hin? Immer Weg folgen. Einfach mal Vollgas geben. Knallgas? Ich glaube, Luma möchte auch noch über die Brücke. Ja, ich stehe gerade mitten drauf. Das gefällt mir nicht. Benny hat eine Verdeckung entfernt. Yes. Hey, also, Benny. Aha, wir müssen rechts. Was, hier rechts? Links, links, wo ich hier bin. Schon über die Brücke direkt links. Oder? Ja. Weil da oben im Was? Berg, nee, Quatsch, oben rum. Hier, wo Wesley ist, links. Nee, da ist der Berg, wo wir schon mal versucht haben hochzukommen. Das haut nicht hin. Ach. Nein. Ach, gar schon. Fall. Das haut besser hin, als mich rückwärts auf die Brücke zu schieben. Wollten wir nicht zum Kraftstoff? Ja, eigentlich schon. Frage ist. Durch den Fluss? Nee. Du wählst mich doch jetzt lumpen. Doch, doch, ja. Du musst jetzt rückwärts fahren. Doch, doch, Knischne, das ist richtig. Nimm mal dein 5 Kilometer langen Gefährt und schieb dir mal rückwärts auf die Brücke zurück. Das streng dich mal ein bisschen an hier. Ich fahr mal. Ah, ich sehe den Kraft. Ich sehe den Kraft. Ja. Platz da. Mach mal Platz. Geh weg. Alter, ich quer auf die Straße. Wie soll ich da jetzt vorbeikommen? Gar nicht. Ein Baumstamilen-Pace. Mein Gott. Warum sind wir nochmal zum Kraftstoff gefahren? Weiß ich nicht. Hier hoch? Ich stehe beim Kraftstoff. Oh. Ja, fahrt doch alle, ich drehe dann irgendwann mal. Ja, jetzt komme ich nicht mehr weg, ja. Hier. Was macht ihr da? Ich komme, Luma. Ich würde gerne drehen, aber habe ja dauernd irgendeinen blauen Popel vor der Nase. Was? Nix muss ich. Nix muss ich, halt die Fresse. Wo muss ich denn hin? Scheiße, wir müssen hier drehen. Komm nicht raus. Wir müssen über die Brücke übrigens zurück, ja? Ja, und die ist gerade gesperrt. Wie zur Hölle soll ich hier drehen? Da einer von hinten? Ah, Benny, Alter, schreck mich doch nicht so. Was? Jetzt knallt's hinten. Ja, du hast gesagt, du steckst fest, dann dachte ich, mit Anlauf geht das. Boah, Auftrag. Boah, ich schieb mein Holz gerade vom her. Warum? Weiß ich nicht. Warum? Frag doch mal kurz. Und fahrt doch nicht einfach hier geradeaus durch. Ich stehe hinter dir. Ja, du willst mir sagen, ich soll hier auch noch drehen? Ja. Geil.
Das wird immer lustiger. Wollen wir nicht hier rechts den Berg hochfahren, um denn den Berg, den wir nicht hochgekommen sind, runterzufahren? Das ist echt eine gute Idee gehört. Aber Benny und Wesley könnten jetzt hier mal drehen. Was machst du da, Wesley? Dann haben wir zwei nämlich mehr Platz. Ich will ein anderes Auto. Voll deprimiert, ich will ein anderes Auto. Warte mal, kann ich unterm Gnicht nicht durchfahren? Selten so eine gute Idee gehört. Die Ideen werden heute immer besser. Ja, ich merke das schon. Wie spät was machst du mich nicht? Nein. Nein! Was? 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 Ja, ich will wenden, Mann. So wieder gut? Benny besteigt mich, Leute. Wesley, du müsstest mal wegfahren. Das ist super, wegen dir habe ich jetzt noch Schaden gekriegt. Ich hab's geschafft. Vorsicht aus. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich hab gewendet, Leute. Ja, ich bin hier jetzt schön rückwärts durch die Bäume wieder durch. Der Wesley bumst mich ja an. Oh. Nicht anbumsen, wegfahren. Anbumsen. Richard, kommst du hier an mir vorbei oder was ist da los? Ich warte hier, dass sie abhaut, dass ich in Ruhe tanken kann. Ich kann nicht, wenn mir einer zuguckt. Ich muss aber da durch, wo du herkommst, deswegen musst okay. du fahren. Über den Fluss? Ne, über die Brücke zurück. Schrei mal, falls was wackelt. Also mehr wackelt als soll. Oh, oh, oh. Ich glaub, irgendwo häng ich. Ja, hinten. Warte mal, vielleicht kriege ich deinen Hänger rumgezogen. Warte, warte. Nachdem er mich schon gegen den Baum geschoben hat und warte, hochgeschoben hat. Ich zieh dich einen Tacken rum, dann kommst du her. So, jetzt. Rolf, dankeschön. Kein Ding, kein Ding. Kein Ding für den King. Kein Ding für den King. 95 Liter getankt. Mensch, das hat sich aber gelohnt. Oh, gegen Baum gerast, das gibt Schaden. Mach hin da, ich warte. Ey, mach mal halt. Warte? Warte? Wo ist die Brücke? Muss ich hier vorbei an Benny oder was ist da los? Ah, da ist Brücke. Wie astrein man hier wenden kann. Was hast du denn? Ja, ich habe 83 Züge gebraucht. Was ist da los? Wenden in drei Zügen. What? Ich habe zwar nur Busch vor mir, oh, aber... Ich glaube, wenn ich jetzt... Hey, Benny, entspann dich. Ich muss hier langsam fahren. Baum. So, jetzt Benny, müsste ich nur noch mal die Brücke finden. Nein. Hat einer die Brücke gefunden? Ja, sind alle da. Entschuldigung? Hat mal einer eine Brücke für mich? Ich bin ja noch lange nicht da. Warte, Benny. Das ist ja eine interessante Benny, Information. Ist gefährlich an der Kante der Brücke. Ja, ich wollte bloß nur mal mehr. Das sieht echt gefährlich aus. Ja, geschafft. Yes. Ja, ich bin der Brückenking, weißt du, wisst ihr doch alle. Der Brückenking. Wenn einer Brücken ordentlich mitnehmen kann, dann Benny. Naja, wo er recht hat, ne? Alter, die geht aber ganz schön in die Knie, wenn ich hier so komme, ne? Gib mir wieder. Soll ich dich noch schieben, oder was? Wenn nicht du, dann ich. Wegpunkte setzen. Nein! Nein? Kippe. Nein, keine Wegpunkte setzen. Du bescheuert Wegpunkte, ach so ein Scheiß. Dann noch einmal Wegpunkte. Heißt Jens Helo, Wichser. Ja, was ist denn los, Benny? Sieht das ja. noch was? Kannst du ihn nicht ein bisschen schieben? Rädern. Ich schiebe doch schon. Echt? Klar. So, das ist der Weg.
Seid ihr alle drüben? Außer der Wesley, der steckt da irgendwo im Boden. Ja, Wesley, wo bleibst du denn? Na, komm ich an dir vorbei? Ja, schubst mich noch. Ja, schubsen, das kannst du. So, jetzt koppel mal an da. Was, müssen wir wieder hier rüber? Ja. Alter. Okay. Ach nee, da ist ja auch ein Stamm. Oh, ich glaube, ich häng. Nee, ich häng nicht. Das sieht gut aus. Sehr schön, danke. Benni, soll ich hier warten oder kommst du darüber auf die Insel? Soll ich vorfahren, damit ich dich ziehen kann? Ach. Ach, das klappte das erste Mal so super. Ihr seid da echt über die Insel rüber gedonnert? Ja. Jop. Ich bin drüben. Kriegst du hin, Benni? Kommt da doch durch den Bäumen nicht durch. Ich krieg das Auto schon hin. Ja, ich finde hier noch meine Wegpunkte. Danke. Mach mich halt schwerer. Kein Ding, kein Ding. Soll ich dich hier ankuppeln, weil sonst läufst du wieder ab, hä? Aber ich probier's mal mit Geschwindigkeit. Oh! Probier's mal mit Geschwindigkeit, mit Vollgas und Geschwindigkeit. Was heißt da? Oh, oh, oh. Jetzt aber schnell. Oh, oh. Oh, verdammt, verdammt. Ich häng hier schon auf der Insel fest, ey. Ach, da ist irgendein blau leuchtender Stein. Blau leuchtender Stein. Oh Mann, ich habe das schon. Benni, du der Hacker. Schaden, Leute. Ich halte es nicht mehr lange aus. Wie viel hast du denn? 400. Nur den? Mein Motor ist schon am Rauchen. Ich halt Raucher. Oh. Der Benni versäuft. Direkt wieder hochgezogen. Läuft. Ja, Mann. Rettungsschwimmer Lumatan. Baywatch. Ja, Wesley? Ich sehe auch so ein bisschen aus wie Pebble Anderson, das muss man ja auch mal zugeben. Hast du auch so Titten? Ja, genau. Warum sieht das eigentlich immer so aus, als wenn Luma in Zeitlupe fährt? Ach, das seht ihr auch? Was? Los, Wesley. Was ist los bei euch da hinten? Ich warte hier, bis die gelben Engel mal den Weg freimachen. Bei mir knatscht irgendwas. Das könnte das Auto sein. Das ist nicht gut. Alter, hier soll ich nochmal durch? Am Arsch. Warte, wir machen nee, mit dem Auto. Warte, Wesley, warte. Oh, oh, oh. Oh, fehlt 9 cm. Ey, da fliegen die Funken. Oh, bist du schon so weit? Cool, cool. Nimmst du an. Cool, cool. Schade, dass ich es nicht sehen kann. Oh, oh, das, oh, war's, oh. Das war's jetzt. Oh, oh, schneller, 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 schneller. Ja, erst wenn es rot ist, es macht Schaden. Bist schon längst rot. Wie, das gibt's auch nicht rot? Ich schaff's alleine. So, jetzt noch hier drüben hin. Ich finde das so lustig, dass wir euch mitziehen müssen. Wir, die hier sowieso schon 5 Millionen Tonnen extra haben. Nächstes Mal nehme ich auch wieder ein OP-Auto. Ja. Ja, aber so ich will jetzt Spaß haben. Das hier gar nicht, ja. Das geht voll klar. Nee, also das ist schon, hat schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad, das Ding. Hier, ihr fahrt falsch da, ne, Freunde? Ja, ich hole nur meinen Trecker, ich fahre jetzt mit dem. So. Ich will meinen Trecker wieder. Krieg ich da auch eine bessere Karre? Ein Benni ohne einen Trecker ist kein richtiger, ja, Benni. Du kannst eine neue Karre da nehmen, glaube ich. Ach nee, da hast du kein Holz mehr, ne? Verdammt! Jetzt musst du schon damit fahren bis zur Werkstatt. Oh, Luma schneidet mir den Weg ab. Wo ist die Werkstatt denn der? Gib Gas. Damit fahre ich nicht zur Werkstatt. Sorry. Ja, da hast aber kann das Holz sein, mehr, dass wir hier schon mal lang gefahren sind? Das ist ganz schön matschig hier. Das überlebe ich ja nicht. Ich habe nur noch 50 Schaden, kann ich erwarten. Warte, damit ich warte, so. Warte, warte. Musst du mal ein bisschen vorsichtig fahren, Junge. Ja. Nicht immer Knallgas. Und gib ja ihm.
Das sind immer so, weißt du, solange es nicht die eigenen Autos sind, ne? Komm, wir warten mal hier. Ich weiß nicht, was die zwei da treiben. Langholz ist irgendwie cool. Cooler das hat schon anders. Was, ja? Wo ist denn dein Fahrer hin? Mein Fahrer? Hast du dir eine Mittagspause geschickt? Nö, der sitzt da. Deiner ist weg. Hallo, Benny! Ja? Ja, aber ich. Wo ist Benny? Jetzt muss ich den behalten, oder was? Jetzt hab ich ihn repariert, jetzt mussten wir halten, genau. Du hast ihn repariert? Ja, ich hab noch meinen Mehrzweckwagen hier wieder aufgegabelt. Ach so, ja, das ist gut. Repar. Repariert. Repariert. Das kommt von Reppen. Jetzt stecke ich fest. Ich hätte noch so ein bisschen Sprit. Kannst dich an mir festangeln? Aber du steckst ja noch gar nicht fest, du bewegst dich ja noch. So, ja, jetzt geht's. Hey, nimm mal an. Was? Oh, ich? Freundschaftsanfrage. Ja. Ja, genau. Ganz langsam. Wesley? So, wo muss ich denn jetzt hin? Mir hinterher, oder? Du bist schon längst weg. Ey, ich bin bloß ein paar Meter weiter vorne. Kuscheln. Nicht da quer durch, das schaffst du nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Lass ihn doch. Warum nicht? Lass ihn. Oh, da hinten kommt der Träger. Yes. Da ist er wieder. Kommt ein Träger geflogen. Echt? Wesleys Pfeil ist irgendwie verschwunden. Wesley, wo ist dein Pfeil? Wesley? Liegst du auf der Seite, oder? Nicht nur auf der Seite. Kommt drauf an, welche Seite du meinst. Die Oberseite. Ach ja. Ich sag mal, mein Laterne ist kaputt. Da ist Wasser im Vergaser. Nee, ich lieg auf der Laterne. Liegst du im Wasser, ja? Sowohl als auch. Ich bin alles. Den Kopf über im Wasser. Ach, da, ich seh ihn. Seh ein Rad. Was, wo denn? Jetzt ziemlich rechts hinter dir. Ich bin hinter dir hergefahren, da hab ich nur zwischen den Bäumen gesehen, wie auf einmal einer verschwindet. Meine. Ich kann keine Winde benutzen? Nee, dein Motor müsste abgewürgt sein. Verdammt. Verdammt, sagt er. Das Holz habe ich natürlich verloren. Ja, dann kannst du ja jetzt auch das andere nehmen. Oh Mann. Das erinnert mich an Space Engineers. Warum? Der Luma weiß schon warum. Autos übergeben und so. Die Bohrflugzeuge. Und zuerst. Auf dem Mars. Ja, da habe ich auch noch eine Aufnahme mit meinen Wireless-Rädern. Na schon, jetzt startet der Motor. Yes, jawohl. So, jetzt fahren noch mal Holz holen. Läuft bei uns hier. Läuft richtig hart. Nächstes Mal nehme ich auch wieder ein Nutzfahrzeug, das auch Nutzen hat. Ach ja, eine Folge Wenden und Rangeln. Jetzt stecke ich wieder fest. Luma, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, dann geht das ganz gut, ne? Oh, dein Hänger macht nein, komische dein Sachen. Holz liegt auf der Seite bei mir. Nein, mein Holz liegt vom Hänger runter. Ja.
Einfach weiterfahren, das fällt nicht auf. Das wird nicht gewertet. Das wird nicht gewertet, einfach ignorieren. Und Wesley ganz aus, als wenn nichts passiert wäre. Kommt da von der Seite reingeflogen. Boah, was? Ach, Luma, na, alles gut. So, meint ihr, das zählt? Schaffen wir es noch in der nächsten Folge dann? Mit dem Ding anzukommen hier? Ach du Kacke, ey. Und sonst muss der Wesley noch mal fahren. Den Wesley muss ich da, glaube ich, gerade erstmal wieder rausziehen, oder? Ach Quatsch. So, Freunde, na, Folge Quatsch. Ist vorbei. Holzlicht auf der Seite. Ich weiß, Achtung, nicht nett fährt drüber. Augen, nicht nett fährt drüber. Warte mal, soll ich mal meinen Hänger einklappen? Nein. Bist du das? Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ciao. Was machst du? Das geht nicht. Er hebt das Beinchen. Oh, scheiße. Ja, jetzt musst du das Holz, die Serpentinen hochziehen, oder? Kann man das wieder hinkriegen? Wesley, kannst du dich da oben an so einem Baum anknippeln? Natürlich. Aber? Willst du nicht? Wir versuchen mal in der nächsten Folge eine Rettungsaktion von dem Holz zu starten hier. Gibt's da nicht irgendwie ein Kranfahrzeug irgendwo? Wir kriegen das hin, Freunde. Wir kriegen das hin. Also, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.